Herzlich willkommen zur heutigen Sendung Mein Project TV. Wir beschäftigen uns in dieser Sendung mit dem Thema Facilitation. Dafür haben wir einen Experten zu Gast, Sven Latzel. Herzlich willkommen. Dankeschön, schön hier zu sein. Ebenso begrüße ich Professor Wolfgang Alm von der Technischen Hochschule in Aschaffenburg. Er ist einer der Kümmerer der agilen Community Bayerischer Untermain. Herr Alm, wie passt das Thema Facilitation in die agile Welt? Facilitation ist eine Methode, um Menschen in Bewegung zu bringen, die dann gemeinsam Lösungen erarbeiten. Und somit passt natürlich das Thema Facilitation in die agile Welt rein und ist eine Pflichtveranstaltung in meinen Augen für agile Führungskräfte, die ihr Team erfolgreich zum Ziel führen wollen. Ja, heute haben wir einen Workshop organisiert zum Thema Facilitation. Wie kam es dazu? Ja, wir haben im Sommer schon in der agilen Community eine Veranstaltung gehabt, wo der Herr Latzel das erste Mal schon bei uns war zu dem Thema Facilitation. Und das Thema kam wunderbar an und wir hatten eine Resonanz, ob man dieses nicht vertiefen könnte. Ich muss an dieser Stelle aber auch mal sagen, wir sind gar nicht auf das Thema Facilitation selber gekommen, sondern wie das bei uns in der agilen Community üblich ist, kam das von einem Gründungsmitglied, der das Thema an uns herangetragen hatte, von dem Volker Braun von der Blue Tomato Technology. Und der hat uns auch mit dem Sven Latzel zusammengebracht und das ist das Grundidee, der agilen Community zusammen Themen nach vorne zu bringen. Ja, Herr Latzel, Sie sind ausgebildeter Facilitator. Stellen Sie sich doch erstmal sich selbst und auch Ihre Organisation kurz vor. Sehr gerne, vielen Dank. Also mein Name ist Sven Latzel, ich arbeite als Teamcoach, Facilitator, Moderator und meine Mission war schon immer so, die Zusammenarbeit zwischen Menschen möglichst schön zu gestalten. Und früher habe ich das immer versucht, mit IT-Tools zu machen. Das war dann aber so ein bisschen so, ja, geht. Und dann ist mir auf einer längeren Weltreise gekommen, in einer Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich so einen Aha-Moment hatte, dass es noch viel mehr geht, wenn Menschen miteinander arbeiten und wenn es das Zwischenmenschliche betrifft und nicht nur Systeme beteiligt sind. Und seitdem mache ich diesen Job und mache das. Und habe mich da formiert mit zwei GeschäftspartnerInnen und wir machen das zusammen unter dem Label der vitalen Arbeitskultur, was auch absolut dem entspricht, was wir ja erreichen wollen, eine vitale Arbeitskultur. Und unser Purpose, unser Sinn und Zweck ist, ja, Veränderungen hin zu einer positiven Zukunft zu erleichtern für Organisationen, für Unternehmen. Genau. Und wir machen das durch Teamcoaching, Führungskräftecoaching, Trainings, Workshop, Teamtag, Moderation und aber auch Visualisierungen in Form von Zielbildern und solchen Dingen. Ja, was ist denn genau jetzt Facilitation und wie unterscheidet es sich von anderen Formen der Moderation oder Beratung? Wenn wir jetzt mal das Wort Facilitation uns anschauen und dieses Facile nehmen, das ist ein lateinischer Begriff, der steht für leicht, für mühelos. Und darum geht es im Endeffekt in der Facilitation auch. Es geht darum, Erkenntnisprozesse von Gruppen, von Menschen möglichst leicht und mühelos zu machen. Das ist natürlich nicht immer einfach, weil wir haben verschiedene Perspektiven, wir haben verschiedene Meinungen, wir haben einen verschiedenen Hintergrund, einen verschiedenen Kontext, sprechen manchmal sogar unterschiedliche Sprachen. Und die Facilitation ist dafür da, diesen Austausch zu erleichtern, dieses gemeinsame Verständnis zu erzeugen. Und aus diesem gemeinsamen Verständnis können sich sehr, sehr tiefgreifende Entscheidungen, ne, kann man viel leichter Entscheidungen treffen. Man kann auch Konflikte beilegen, die vielleicht da sind. Und das ist, finde ich, auch so einer der großen Unterschiede zur Moderation und auch zum Managen, ist, es ist ergebnisoffen. Also ein ganz wichtiges Prinzip der Facilitation ist, es ist ergebnisoffen. Der Klient, das Team, die Organisation hat alles, was es braucht und was immer kommen will, kommt und man nimmt das, arbeitet damit und erleichtert den Austausch über das, was da ist. Und das ist so ein bisschen anders wie in der Moderation, weil da hat man oft einen sehr klaren Leitfaden und ein klares Ziel und da ist man in der Facilitation ein bisschen offener. Und es gibt auch so ein paar grundsätzliche Prinzipien, die so eine Haltung eines Facilitators auch beschreiben, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel, dass wir alle gleichwürdig sind, aber nicht unbedingt gleichrangig.
Ja, also das ist ein wichtiger Unterschied. Ein anderes ist, wir tun alles stets unser Bestes. Das ist eine Haltungsfrage. Denke ich das oder denke ich das nicht? Und wenn ich aus dieser Haltung heraus begleite, dann passiert natürlich was anderes mit der Gruppe, wie wenn ich denke, na, die einen haben vielleicht nicht so Lust. Ja, und solche Dinge. Also das ist so etwas, was Facilitation sehr stark ausmacht, sind die dahinterliegenden Prinzipien, die Haltung und diese Ergebnisoffenheit. Ja, das klingt ja sehr anspruchsvoll, so ein Facilitator zu sein. Welche Fähigkeiten und Kompetenzen zeichnen denn einen guten Facilitator aus? Also das Allerwichtigste für jemanden, der diese Rolle des Facilitators einnimmt, ist im Endeffekt seine Haltung oder ihre Haltung. Also das ist ganz, ganz, ganz stark von der Haltung getrieben. Und deswegen ist das ja eines der wichtigsten Werkzeuge, um in dieser Rolle zu arbeiten, ist eine ständige Selbstreflexion auch. Das heißt wirklich Selbsterfahrung und das als ein lebenslanges Lernen zu begreifen, aber auch keine Angst davor zu haben, Dinge auszuprobieren und in dieser Rolle dann auch voranzukommen. Es gibt so aus dem Buch Facilitation, da gibt es ein eigenes Buch, das ist ein sehr gutes Buch, kann ich nur empfehlen, gibt es so die gute Medizin, die sich aus 4 Teilen zusammensetzt. Und die finde ich eigentlich sehr eingängig und vielleicht ist das ein Modell, das das gut beschreibt. Ein Facilitator braucht einen gewissen Grad an Furchtlosigkeit. Das heißt, wirklich furchtlos Dinge, Elefanten im Raum anzusprechen, Dinge, die beobachtet werden, anzusprechen, auch furchtlos zu sein in Form von Machtgefügen, die immer in Gruppen da sind. Da sind immer Rang, verschiedene Menschen haben einen unterschiedlichen Rang. Und da sozusagen furchtlos zu sein, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist Bedürfnislosigkeit. Wenn ich ein Bedürfnis habe als Begleitung, dass ich eine bestimmte Lösung, eine bestimmte Richtung bevorzuge vor einer anderen, dann kann ich nicht mehr ergebnisoffen und auch nicht mehr unparteiisch moderieren, facilitieren. Also auch das ist wichtig, bedürfnislos zu sein. Und auch das ist etwas, was man für sich auch trainieren kann. Ein weiterer Aspekt, der sehr hilfreich ist, ist das Thema Autonomie. Das heißt, frei denken, frei handeln zu können, auch als Individuum autonom sich eine Meinung bilden zu können. Auch das ist ein wichtiges Thema. Und die vierte gute Medizin ist ein positives Menschenbild und ein liebevolles mit seinen Mitmenschen zu agieren. Also aus einer liebevollen Haltung, aus einer sich kümmernden Haltung heraus diesen Prozess, dieses Thema begleiten und nicht in Form von einem Überkümmern, sondern in so einem positiven, liebevollen, na, ich nehme das, ich bin da, ich begleite. Und das ist sehr hilfreich. Das ist so der Haltungspart. Und dann von dem Wissen her sind es natürlich auch Werkzeuge. Also es gibt Methodenkästen wie Liberating Structures und noch viele, viele weitere Methoden, Sammlungen, wo ja verschiedene Workshop-Methoden und so weiter zusammengefasst sind, die einem dann helfen, genau diese Erleichterung, diese Mühelosigkeit auch zu erzeugen und über Dinge zu sprechen. Auch Methoden der Konfliktbewältigung, Methoden des Perspektivwechsels, Design Thinking und so weiter. Viele der Methoden, die auch in der agilen Community schon längst gang und gäbe sind, kann man dort alle mit nutzen. Und natürlich, was auch immer noch gut ist, ist, wenn man ein Händchen dafür hat, Dinge irgendwie auf den Punkt zu bringen und abzuernten. Ob das sprachlich ist, ob das bildlich ist, das ist gar nicht so wichtig, aber dass man das gut aberntet. Also auch das ist so eine Fähigkeit, die einen guten Facilitator oder eine gute Begleitung ausmacht. Ja, wie kann man denn diese vielfältigen Fähigkeiten auch erlernen und verfestigen dann? Das eine ist natürlich, wie immer, es gibt gute Literatur. Ich habe vorhin schon dieses Facilitation-Buch angesprochen, das kann ich nur empfehlen. Holger Scholz, Roswitha Vesper, dieses Buch geschrieben, sehr gutes Buch. Dann natürlich kann man Seminare, Workshops besuchen, wie wir es jetzt heute hier für die agile Community machen, wie wir es auch bei Vitale Arbeitskultur anbieten. Wir haben dann ein Seminar, das heißt die Kunst der Facilitation. Da geht das wirklich auch nochmal tief rein, auch mit Selbsterfahrungskomponenten und so weiter, also wirklich das ganze Paket. Ansonsten gibt es noch ganz viele andere Schulen, die man sich anschauen kann, von gewaltfreier Kommunikation über den provokativen Ansatz und so weiter. Da gibt es so viele, auch jede Coaching-Ausbildung gibt einem Grundlagen des Facilitierens. Das Facilitieren ist dann eigentlich eher so die Haltung. Wie begleite ich dann das Team? Die Werkzeuge kann ich aber in ganz vielen verschiedenen Fachrichtungen, Seminaren und so weiter mir zusammenziehen.
Ja, Unternehmen oder Organisationen oder Teams, die das einsetzen, was haben die denn konkret für Vorteile im Unternehmen dadurch? Also was ich beobachte, wenn ich diese Rolle ausfülle, ist, es ist sehr wirksam. Und das ist auch das, was mich persönlich besonders umtreibt, ist dieses Thema Wirkung zu erzeugen. Ich beobachte vielen Organisationen, dass sie zu bestimmten Themen Prinzipien, eine Vision entwickeln und lauter solche Dinge tun. Und dann stehen die auf PowerPoint-Präsentationen oder sonst irgendwo. Aber es verändert sich nichts. Also ich höre ganz oft dieses alter Wein, ne, in neuen Schläuchen und so. Und da, finde ich, ist dieser facilitative Ansatz deutlich wirksamer. Das heißt, es bewirkt wirklich Veränderungen in den Kulturen, in den Organisationen. Und es liegt daran, weil durch diesen hohen Grad der Partizipation, der Teilhabe und des Perspektivwechsels und dadurch, dass ganz viel bekannt wird, was da ist, was im System vorhanden ist, entsteht ein sehr breites gemeinsames Verständnis, also diese Erkenntnisse, Aha-Momente, es passieren viele Aha-Momente. Das ist eine Erfahrung und aus dieser Erfahrung verändert sich die Haltung der Menschen. Und dadurch, dass sich die Haltung der Individuen verändert zu dem Thema, weil sie diese Einsichten haben, verändert sich auch sofort ihr Verhalten. Das heißt, es bewirkt, selbst wenn man nicht jetzt am Schluss eine Vereinbarung unterstrichen hat, selbst die Erfahrung in so einem Erkenntnisprozess, in so einem Workshop dabei gewesen zu sein, verändert schon was. Herr Alm, was dürfen die Mitglieder der agilen Community in nächster Zeit erwarten? Ich denke, das wird auch in 2024 wieder so eine Mischung aus Ideen und Vorschlägen, die von uns Kümmerern der agilen Community kommen. Aber das hat sich gezeigt, Ideen, Vorschläge von den Mitgliedern der agilen Community, denn da lebt die agile Community davon. Wir werden natürlich unsere Klassiker wahrscheinlich wieder anbieten, wie Scrum, Lego City und Design Thinking. Persönlich habe ich das Gefühl, wir werden uns in 2024 auch mit dem Thema KI und agile Methoden auseinandersetzen müssen, dürfen, können. Das wird auf uns zukommen und da bin ich gespannt. Aber wir werden in 2024, denke ich, ein gutes Programm wieder unseren Mitgliedern anbieten können. Vielen Dank, Herr Latzel. Vielen Dank, Herr Alm, für die Einblicke in die Themen agile Welt und Facilitation. Wir haben viele überzeugende Argumente gehört, dass man das auch tatsächlich in den Unternehmen einsetzen sollte. Ja, und dann vielen Dank an Sie fürs Zuschauen an den Bildschirmen und bis zum nächsten Mal.